hey guys I know there are some uh, international viewers out there so um, I was told to um, uh, that it would be better to show how you can turn on the uh, subtitles and uh, get all the stuff I'm saying in German into your uh, to your language and um, yeah I don't know maybe YouTube will do some weird stuff <laughs> I I'm pretty sure they will um, and I have no, um, no power over the subtitles. So, um, I don't know when YouTube will generate them. I, I, I don't know. So, um, just check, um, the, the picture I, I made here or someone made for me. Now I can, I can show it. So, thank you very much. And, um, yeah. Follow these steps, and then, if you're lucky enough, you can uh, you can um, see and uh, see and understand what I'm saying in my videos when I'm speaking German. So enjoy the video, and uh, I will put this uh, picture on every video in the future. So um, you forget it or you don't remember, just click the the newest video, and you will see. The description and introduction, how to get the subtitles on, and maybe understand more what I'm saying. And when I, uh, when I, I don't know, when I'm angry or or not, you you will see the the curses in German. So um, I don't know if they will be translated correctly, but I think you will get on my body language and uh, on my. My face to see if I'm angry or not. So uh, maybe this helps and uh, let me know if it works or not. I can't control it, so um, and just check it out and maybe it's helpful. So see you in the video and enjoy. So, Freunde, willkommen zum Event zurück zum Heiligtum. Wir spielen episch die letzten beiden Stufen und versuchen das so schnell wie möglich durchzukriegen, dass wir so wenig Weltenergie wie möglich einsetzen müssen. Weil ähm, das die wächst halt auch nicht auf, auf Bäumen. Ja, das sind die Scores. Äh, dieser Score war, glaube ich, sogar gar nicht mal. Ich glaube, das der, der der war extrem gut für meine Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob der auch. Äh, aber international gut ist, ja, keine Ahnung. Hier haben wir geschwächelt, aber hier war es auch mehr so einfach, einfach durch und fertig. Wir werden am Ende des Tages sehen, ob wir in unsere Belohnungsstufe reinkommen oder nicht. Und, äh, ja, schauen wir mal. Das missfällt mir, dass der weiterhin hakt. Also, an also manchen Stellen. So geil. Und da das jetzt hier nur blaue sind, brauchst du halt schon extrem viel rot, um dann durch den geteilten Schaden von Wilbur viel Schaden zu machen. Ich hoffe einfach mal, dass da gleich mal was anderes kommt außer blau. Ja, lila haben wir, okay. Ich, ich guck mal, ich hab ja Materialien, ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Siehst du das, wie der da der da immer so ein bisschen hakelt? Ärgerlich, ey. Nee, keine Ahnung, woran das liegt. Seit dem Update. Achso, ich wollte ja Materialien zeigen, ne? Warum ich, warum ich so verschwenderisch sein kann. Zeige ich gleich. Nicht viel getan im Vergleich zur Allianz Quest. Oh, der hakt echt viel. Das fuckt mich enorm ab. Hier. 3000 1600. 2000, 3000. Wir können also spekulieren auf ähm, irgendwas Gutes. Optimalerweise hier ist natürlich, ähm, je mehr Kohlen, desto besser. Ne? Also ich glaube, wenn man Wilbur, ähm, Buster und dreimal Kohlen hat, ist man eigentlich schon sehr gut dabei. Vielleicht auf den höheren Leveln dann noch der, der Franz dazu. Weil ich ich mache das nicht mehr mit äh, 4-1 oder sowas. Ich, ich spiele das einfach so durch mit dem Mono-Team und fertig. Ja, also dieses letzte Update muss wohl irgendwelche Probleme hier machen. Nicht nur, nicht nur bei iPad, sondern auch am PC. Bei den Emulatoren. Das ist nicht gut. Aber ich starte den gleich einfach mal neu. Manchmal liegt es auch an dem, an dem Kackteil hier selber. Also ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht äh, hier jemanden verteufeln oder sowas. Es kann auch hier wieder daran liegen. Das ist eigentlich schon. Sieht man schon am ersten Blick, dass das zu wenig ist. Tatsächlich. Uff, ja, was ich will nur mal gucken wohin das führt okay. zu nix also zu diamanten die ich nicht brauche das ist auch nicht gut das ist nicht gut das ist natürlich ärgerlich wenn du so solche Probleme hast bei diesen hohen Leveln, ne, die viel Weltenergie kosten. Übrigens, ähm, wer gar keinen Bock auf dieses Event hat, ne, kann das natürlich trotzdem durchspielen. Ne? Das ist ja relativ easy mit äh, Beutetickets. Also, wenn du ein Beuteticket einsetzt, äh, kriegst du automatisch einen Score von 100. So, und dann hast du, hast du im Endeffekt dann durch. Ach, jetzt halt. Ach. Weil dieses Drecksteil hakt. Ich hätte nie im Leben was da jetzt da. Ach. Aber ich mache jetzt trotzdem, weil hier sieht's ja gut aus. Aber sie. Das ist so schlecht. Warum hakt das denn so? Ich hab schon gedrückt. Ich muss warten, bis das Fenster aufgeht. Ach, hey je. Oh boy. Hallo, ja, mach doch weiter. Ich warte doch die ganze Zeit schon. Hau oh, weiter rein. Komm schon nochmal, danke eine Minute, ja, ohne hakeln wahrscheinlich 50 Sekunden oder sowas, das ist ein Quatsch, scheiße ey. egal wir ziehen jetzt episch durch mit dem Ruckeln und dann gucken wir einfach mal ob wir das bei bei Legendär dann auch wieder haben Bin ja nie, ich bin ja nie ein Freund von Updates, ne? Weil wie oft ist das schon passiert, dass irgendwas Neues gekommen ist und da war irgendein Scheiß drauf, sodass du richtig Probleme gekriegt hast. Ich weiß es noch, einmal, da hatte ich äh, bei meinem ähm, Schneideprogramm, da Vinci, hatte ich das Problem, der hat ein Update gemacht. Und danach war ein Fehler. Ähm, beim Rendern. Also, ich sag mal so Renderst du irgendein Video, was äh, 20 Minuten geht, brauchst du zum Rendern ja. Die Hälfte der Zeit vielleicht. Ne? Und einmal hat ein Update das so zerschossen, da hast du für ein 20-Minuten-Video halt über eine Stunde gebraucht, das zu rendern. Über eine Stunde. Das ging halt gar nicht mehr und da musstest du dann halt krampfhaft gucken, dass du irgendwie wieder die alte, das alte Update da drauf, also die alte Version drauf kriegst und das Update da schmeißt. Und sowas ist halt mega nervig. Es war auch schon, schon andere Sachen, waren dann auch, dann war irgendwie, das war kompliziert oder dann hat sich da wirklich ein Fehler in der Programmierung eingeschlichen und dann konntest du gar nicht mehr irgendwie nutzen. Also, ich, ich mache Updates immer. So, also, ich denke mir, solange alles funktioniert, brauche ich auch kein Update. Ja? Äh, solange es jetzt nicht irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendein Feature ist, was jetzt äh, mega wichtig ist oder sowas. Sondern wenn du einfach sagst, ja, so wie es ist, ist es gut. Was anderes brauche ich dann nicht. Ich sag jetzt einfach mal: ja, ganz blödes Beispiel. Wenn er auf einmal mein äh, Schneideprogramm jetzt äh, mir auch noch einen Kaffee kochen kann oder sowas. Ja, dann sage ich, das ist ein scheiß Schneideprogramm. Ich brauche da keins, das mit dem Kaffee kochen. Also kann ich auch das Update lassen. So, ne? Also, um das mal zu verdeutlichen. Ähm, bringt halt oft Probleme. Aber jetzt läuft es ein bisschen besser, ne? Kann sein? Obwohl, nee, nee, nee. Nee, hey, alles gut. <laughs> war, war Wunschdenken. Äh, wir gucken mal. Ja, schade. Ich dachte, vielleicht kommt da was, aber naja. Es ist ja auch manchmal so bei diesem Player. Der, ähm, wenn du das Spiel öffnest, dann zeigt er dir manchmal die Angebote an. Und manchmal halt auch nicht. Ist auch ganz komisch. Weil es hätte er halt einfach den Rest gar nicht erst äh, in irgendeiner Art und Weise geladen. Dann startest du das Spiel neu und auf einmal sind die Angebote da. Ganz merkwürdig. Hier könnte was gehen. Ah, oh, ja. Da. Könnte was gehen, falls wir dann irgendwann den Helden Mana kriegen. Der eine Combo mehr wäre noch ganz geil gewesen. Nee, hey, ist leider zu wenig, zu wenig Rot. Ich müsste zu viel Mana rein spielen und das wird mir dann bei der, ähm, bei der Dinge zählen, bei der Bossrunde. Ja, wir gucken mal. Ja, da fehlt halt ein weiteres Match, ne? Ja, wenn es ein weiteres rotes Match fehlt, dann, dann wäre alles super. War so. Uh. Gefühlt wird es aber auch nicht besser. Er will uns nicht erlösen von diesem Haken hier, ne? Also würde ja direkt instant, wenn das durch ist, direkt mal das Spiel hier neu starten. Wahrscheinlich müssen wir das jetzt ganz lange ertragen. Aber das letzte Level nicht abschließen. Wer hat eigentlich gestern Fußball geguckt? Also Deutschland, Schottland. Ich muss ja sagen, ich war ja positiv überrascht. Die haben ja in den letzten Jahren mehr enttäuscht als alles andere. Aber gestern war... Ähm sehr solide, also ich, ich habe den ja auch nicht getraut nach den Siegen gegen Holland und Frankreich, habe ich sehr, das waren war ja nur Testspiele, ne, habe ich gedacht, ja Testspiele gut von mir aus, auch wenn die starken mit der starken Mannschaft da aufgetreten sind beide Nationen, aber Turnier ist halt wieder was anderes, aber da sah gestern schon ganz ganz gut aus, mal sehen wohin die Reise geht, für mich gelten sie ich sag mal, zum erweiterten Kreis der Titelanwärter. Ein bisschen sehr erweitert. Ja, es ist ja auch so, es ist jetzt ein Spiel. Da, das muss man jetzt auch nicht, nicht hochjubeln, ne? War sie halt auch. Der, der Vorteil war, sie hatten halt in der zweiten Halbzeit Zeit äh, zu chillen. Ja. Geil war natürlich, dass. Äh, ich meine, es ist, es ist traurig, dass ich das sage, ja, als Bayern-Fan, aber. Irgendwie fand ich es auch wieder lustig, dass Neuer nicht äh, zu null gespielt hat. Ich weiß auch nicht. Das, das, das kriegt der nie, kriegt nicht mehr hin. Irgendwas ist da immer, und selbst wenn es dann der eigene Mann ist. Komm, jetzt mach doch mal hier, jetzt erlöse mich doch endlich mal. Ich will, dass das Haken aufhört. Ich will, dass episch durch ist. Ich will nicht so viel Weltenergieflaschen verballern. Jetzt mach doch einfach. Komm. Ein rotes Board nur. Ein, ein, ein einziges reicht mir. Das, das wird mir zu schlecht sein, weil das nur wieder ein Match ist. Aber drei grüne ist geil. Oh boy. Guck dir mal, guck dir mal selten an. Wie schnell das bei Selten ging. Und wie nervig das hier jetzt schon wieder ist. Es ist halt wieder episch, ne? Ah, da haben wir unser Board. So, jetzt. Da war hier auch beim Haken mal nichts falsch machen. Oh, es geht sogar direkt in den Diamanten rein. Okay. Das ist natürlich schick. Da hätte man noch mehr in den Grün vielleicht in den grünen Diamanten reingehen können, aber gut, das ist. Ah, Haken. Hakt doch noch mehr. Als wäre er überfordert. Oh, ja, schon gekillt? Okay, krass. 38 Sekunden war gut. Hätten wir nach dem Diamanten noch ein, zwei Kombos mehr gekriegt, wäre das richtig, richtig gut gewesen. Aber so war auch gut. 234. Ja, Top 500 werden wir nicht halten, ne? Wir werden wieder hier landen, was auch vollkommen in Ordnung ist. a Colonel hat wieder Bock anscheinend. Mit Sturmfang, okay. Der hier, ne? Yamujin, der ist ja bei selten auch Top 10. Der hat da halt richtig Bock. Ja, verstärktes Leben. Okay. Oh, Ihren Limit Break Game, ne? Das sind halt auch wirklich... Das musst du halt auch wirklich wollen. Oder du prügelst halt einfach so durch, ne? Das, das würde ich machen. Was ist ja mit Chili los? Nicht schlecht. Gegen Hansi Pansi spielt immer noch. Nicht schlecht. Dr. Sommer. Naja. Wir kennen sie alle. Vom Lesen und mal vom Schreiben. Gut, ja, dann bin ich mal gespannt, ob Colonel das halten kann. Naja, will, wird man ihm natürlich auch mal wieder gönnen. Gibt's hier? Will er den Avatar haben? Ach, neuer Avatar. Oder? Warum ist denn der Avatar für Rang 1? Und rang zwei bis zehn gleich. Was ist das denn für ein Blödsinn? Ah, ja, dann weiß ich, was das Ziel von Chili ist. Dann will er auch in die Top Ten. Will er einen neuen Avatar haben. Ist ja in Reichweite. Ah, ja, lass uns mal überraschen. Gut, dann würde ich sagen, ich starte jetzt mal neu für legendär und hoffe, dass das Haken aufhört. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.